Möchtest du mit Meditation entspannen oder die wahre Liebe entdecken? Jetzt Kurs buchen auf www.modernspiritual.com. Wir starten in eine neue Woche des leichteren Lebens. Ein herzliches Hallo nach Hause. Und heute, da lassen wir uns fit für die Zukunft machen. Und zwar von Melanie Thormann. Sie ist Mentorin und Beraterin für gesunde Lebens- und Unternehmensführung. Was das bedeutet und was wir heute von dir lernen können, das erfahrt ihr in der nächsten Stunde des leichteren Lebens. Außerdem freue ich mich, dass der freundliche Hexer von nebenan mal wieder bei uns vorbeischaut. Marc Wilke ist bei uns. Er wird heute die ein oder andere Frage meiner Gäste hier beantworten. Und ich habe heute richtig volles Haus. Maren Gilser ist bei uns. Die, glaube ich, hat schon eine Frage im Kopf. Welche es ist, das wird sie uns gleich noch verraten. Im Anschluss wird sie übrigens im Astro-TV-Shop sein, denn da hat sie auch ihren wunderbaren Schmuck, den sie präsentieren wird. Matthias Heimberger, den begrüßen wir auch gleich. Aber starten tun wir wie immer in diese Woche mit der Tagesprognose. Und die kommt von Katja Schröter. Die Tagesprognose lässt sich nämlich auch würfeln. Astrologie lässt sich nämlich auch würfeln. Eigentlich bist du Astrologin, hast aber ein System, ja, wie man auch Astrologie auf die ganz schnelle Art und Weise vorführen kann. Ja, einfach und spielerisch, denn Astrologie ist einfach, wenn man einfach die Symbolik kennt. Und das bringen die Würfel mit sich und das schauen wir einfach hin. Diese Wissenschaft, also ich würde mal alles andere als einfach behaupten. Ne? Also ich weiß gerade mal, was ich für ein Sternzeichen bin. Aber dafür gibt es euch Experten natürlich. Und astrologisch können wir natürlich auch Tendenzen, Energien feststellen. Starten wir gut in diese Woche, meine liebe Katja? Wir starten mit Sicherheit gut, weil du darfst dir die Würfel wieder aussuchen. Greif einfach rein. Ich bin also für den Wochenstart mal wieder verantwortlich. Genau, okay. Einen brauchen wir. Nur einen? Oder nee, wie viele Würfel brauche ich? Wie du magst. Ich würde drei nehmen, einmal für die Morgensqualität, für die Mittagsqualität und die Abendqualität. Okay, dann. Und jetzt würfel ich, ja? Und dann schauen wir, was du uns in den Tag bringst. Nein, das ist daneben gegangen. Schau, wir starten heute sehr kraftvoll in den Tag. Wir haben den Wochenbeginn, wir haben viel Power. In der Mittagszeit dann gehen wir so ein bisschen in uns. Da ist so da fahren wir so ein bisschen runter, da schauen wir eventuell alte Themen an. Da sind wir so ein Stück weit zurückgezogen. Und diese Energiekurve am Montag nimmt dann zum Abend hin auch ein klein wenig ab. Da ist dann so eine Zeit, wo man wirklich die Entspannung suchen darf, okay, wo man ein Stück weit in die Meditation gehen kann, sich zurücknehmen kann, weil wir haben Energien, die sich aktuell aufbauen, die ein bisschen anstrengend werden. Und die Ruhe können wir uns am Montag gönnen, weil Dienstag starten wir astrologisch in einen Neumond. Aber der ist sehr anspannend, wohl in der Waage, wo er für Gerechtigkeit, für Ruhe und Gleichmaß steht. Aber geht einher mit einer Sonnenfinsternis. Und da kann der Dienstag anstrengend werden, auch die Nacht so ein bisschen. Und deshalb abends am besten Ruhe gönnen. Schon mal in die Badewanne gehen und sich runterbringen, ja, oder? Ja, wunderbar. Einfach ein Stück runterfallen. Alles klar. Das tut ja immer ganz gut, wenn man sowas als Aufgabe dann zum Beispiel bekommt. Und dafür machen wir ja auch unsere Tagesprognose, damit ihr Bescheid wisst, wie man den Abend am besten verbringt. Also vielleicht nicht unbedingt ausgehen, sondern einfach so ein bisschen zur Ruhe kommen. Einfach so in die Ruhe gehen. Alles klar. Du gehst jetzt auch in die Ruhe, denn du fährst nach Hause. Bist allerdings natürlich trotz alledem als Lebensberaterin weiterhin zu erreichen. Und das Schöne ist für alle die sich vielleicht auch mal die Astrologie würfeln lassen wollen, wobei du natürlich auch mit der herkömmlichen Astrologie
Astrologie arbeitest, ja, bei unserem Partner Questico. Die können natürlich Grazia auch erreichen unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Und nicht nur das, sondern für alle die, die noch nie mit dir gesprochen haben, die noch nie mit einem unserer Lebensberater gesprochen haben, die bekommen zum Beispiel ein Gratisgespräch, wenn sie sich jetzt ganz unverbindlich bei unserem Partner anmelden. 15 Minuten, da erfährt man so einiges über sich. Da kann man schon mal ein Stück weit reinschauen. Das stimmt. Grazia, gute Heimreise. Bis zum nächsten Mal. Immer schön, wenn du bei uns bist. Schönes haben wir auch heute wieder für euch, beziehungsweise die ganze Woche, denn es gibt auch wieder eine Verlosung. Und die kommt von Matthias Heimberger. Der wird auch gleich bei uns im Studio sein. Und zwar geht es um den Anhänger Glückspferd. Für alle die, die leer ausgehen, die finden ihn natürlich auch bei uns im Astro TV Shop. Also auch da könnt ihr ihn natürlich anschauen, bestellen, durchlesen, also alles, was ihr wollt. Aber wenn ihr sagt, nee, ich will einfach mal mein Glück probieren, dann macht mit bei unserer Verlosung und beantwortet folgende Frage. Auf welchem Rücken, laut einem Sprichwort, liegt das Glück? A, auf dem Rücken der Mäuse oder B, auf dem Rücken der Pferde? Ich sag einfach nichts mehr dazu. Melanie Thormann ist zu uns gekommen. Du bist im Grunde genommen schon Mentorin für das Leben. Für das Leben von Menschen, von uns allen. Denn wir alle haben natürlich ein individuelles Leben. Wir sind alle einzigartig. Aber du probierst, diese Einzigartigkeit der Menschen rauszufiltern. Was du so machst, du hast ein kleines Filmchen mitgebracht, damit wir uns schon mal ein Bild von Melanie machen können. Wir gucken mal rein. Mich treibt an, dass jeder Mensch das Recht haben sollte, das zu leben, was wirklich in ihm steckt, was ihn wirklich ausmacht. Unternehmerin Melanie Thormann setzt sich seit mehr als zwei Jahrzehnten für eine erfolgreiche Wirtschaft ein. Ihre Mission ist es, gesundes Unternehmertum zu fördern, das alle Ebenen des Menschseins berücksichtigt. Eine Unternehmenskultur, die auf dem Fundament der Spiritualität basiert, wird Geschäftsprozesse auf natürliche Weise integrieren. Es ist ein Prozess der Selbsterschaffung und Selbsterhaltung. Zum Wohle aller. Zum Wohle aller. Und deswegen bist du auch heute hierher gekommen. Nicht nur für die Unternehmensführung, sondern wirklich auch für die Menschen an für sich. Wobei, ich glaube, in den letzten Jahren, da hat sich einiges geändert. Früher hat man Coaches natürlich auch in Unternehmen geholt, die die Leute motivieren sollten, die ihnen Stärke, Kraft und Power geben sollten. Es hat sich aber in den letzten Jahren wirklich einiges geändert. Mittlerweile, Unternehmensführung, die holen sich Leute wie dich, die mit Spiritualität an die Menschen rangehen. Absolut. Also es gibt immer noch diese herkömmlichen Coaches, gar keine Frage. Aber der Markt wandelt sich. Und der wandelt sich, weil sich das auch im Außen wandelt. Wir sehen das ja immer mehr. Gerade in den letzten zwei, drei Jahren, wenn wir mal zurückschauen, haben wir ja erlebt, wie sich die Welt wandeln kann, wenn auf einmal etwas sich im Außen verändert. Und wenn wir da nicht ganz nah bei uns selbst sind, also in uns selbst verankert sind, dann wird es auch oftmals schwer, das Außen überhaupt zu ertragen. Ja, das haben wir ja auch manchmal gesehen, dass mancher nicht so leicht damit zurechtkommt. Und gerade für Unternehmer, Unternehmerinnen ist es einmal mehr wichtig, der sogenannte Fels in der Brandung zu sein und gut auch mit sich verbunden zu sein, um das Unternehmen auch gut weiter in die Zukunft führen zu können, egal wie sie aussieht und egal was auf uns zukommt auch. Ja, die Welt hat sich verändert, auf jeden Fall, in den letzten Jahren. Wir sind aber auch offener geworden für eben gerade Themen wie Spiritualität. Und es hat sich nicht nur die Welt verändert, sondern die Unternehmen haben sich verändert. Also durch diese Pandemie wurde uns ja gezeigt, dass man auch von zu Hause aus arbeiten kann, dass man eigentlich auch nicht mehr im großen Team arbeiten kann. Aber darunter leiden natürlich ganz viele. Und das ist diese neue Art des Arbeitens, wo man natürlich vielleicht auch mit mehr Herzenswärme an die Mitarbeiter ran muss, oder? Absolut.
tut. Ja, und das eine schließt das andere ja nicht aus. Denn wir Menschen sind alle unterschiedlich und natürlich sind auch unsere Anforderungen und auch unsere Wünsche für unser Leben und Arbeiten immer unterschiedlich. Und da gibt es Menschen, die brauchen das große Team um sich drumherum, unabhängig mal vom Berufsbild. Ja, also wenn ich natürlich in der Produktion bin, ist mit Homeoffice nicht viel gemacht. Ja. Aber trotzdem, manche Menschen können gut alleine arbeiten und die brauchen das auch für sich und manche brauchen etwas mehr drumherum. Und wenn wir denen die Flexibilität, und ich glaube, das ist das große Zauberwort dabei, die Flexibilität bieten können, auf sich selbst oder mit Achtung auf sich selbst das zu tun, wofür sie geschaffen sind und wie sie geschaffen sind, dann haben wir schon eine ganze Menge gewonnen, glaube ich. Gehst du an die Geschäftsführung, um mit denen über die Mitarbeiter zu reden? Redest du mit den Mitarbeitern? Redest du mit beiden Parteien? Weil ich sage immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Gut, dass du diesen bösen Satz gesagt hast. Ich sage Ihnen auch gerne mal, es hört natürlich nicht gerne jeder. Das ist doch ganz klar. Ja, aber es ist natürlich so, der Unternehmer, die Unternehmerin selbst ist der Kopf. Ne? Der Kopf des Unternehmens ist die Vision des Unternehmens und ist auch diese Person, die die Werte in das Unternehmen trägt. Und mein Ansprechpartner ist immer die Unternehmensperson, ja, um es mal als genderneutral auch zu bezeichnen, die Unternehmensperson an sich. Genau wie du am Anfang auch gesagt hast, wir sind ja alles in erster Linie Menschen. Und mein Ansatz ist bei dem Mensch, bei der Person, die das Unternehmen führt, auch zu beginnen. Mhm. Weil die geht als Vorbild voran, sollte sie zumindest. Und das kann sie nur, wenn sie selbst auch mit sich selbst im Reinen ist und viele Dinge für sich selbst verinnerlicht hat, umgesetzt hat, um sie dann ins Team zu geben. Mhm. Und wenn das so ist, dann geht sie als Vorbild voran, logischerweise, und trägt das aber auch in das Team automatisch durch die Ausstrahlung, die sie dann neu gewonnen hat, auch mit hinein. Dann verändert sich von automatisch. Ja, und man musste sich verändern, also auch die Unternehmensführung. Mhm. Und je konservativer man war, umso schwieriger ist man mit dieser neuen Situation umgegangen. Aber natürlich auch der Mitarbeiter muss sich verändern. Denn, wie du es auch gesagt hast, der eine fühlt sich zu Hause alleine überhaupt nicht wohl. Aber dann muss er halt auch überlegen, muss ich was ändern? Aber viele haben Angst vor dieser Veränderung. Stillstand. Also brauchst du wahrscheinlich wirklich beide Parteien, um mit ihnen ranzugehen, um auch wirklich rauszufinden, ist es noch dein richtiger Job oder bist du nicht für irgendetwas anderes besser geeignet? Mhm. Wir werden uns gleich noch weiter unterhalten, wie du dann konkret an die Menschen rangehst, denn wir haben es ja auch in dem Film gesehen. Stillstand ist das, was wir als allerletztes brauchen. Das Leben ist facettenreich und auch bei dir hat man ja den einen oder anderen Wandel feststellen können. Wie du auch überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, auch darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Spiritualität. Da bist du aber auch sehr zugänglich, denn es ist ein großes Thema für dich. Und du lernst heute den freundlichen Hexer von nebenan kennen. Vielleicht zieht er ja auch eine kleine Karte für dich und du lässt dir schon mal eine Frage einfallen. Denn es geht heute so ein bisschen um die Kunst des Kartenlegens in der spirituellen Inspiration. Wir kriegen heute wirklich einen richtig schönen Überblick, Marc. Ne? Ja, also wir kriegen im Grunde genommen gezeigt, wie man mit den Karten arbeitet, wie man sie mischt, wie man sie auslegt. Aber starten tun wir erstmal, dass jeder in der Lage ist, eigentlich auch Karten zu verstehen. Jeder in der Lage ist, auch Karten zu lesen. Ja, also ich finde, es ist eins der grundlegendsten Tools und Werkzeuge eigentlich für mich. Und ich finde, das ist etwas, was jeder in irgendeiner Art und Weise haben sollte. Ob das nur die Karten sind, aber es ist halt sehr zugänglich, oder ein anderes Orakel, einfach um einen Überblick zu bekommen. Ja? Um zu schauen, wie sieht es denn gerade aus? Kann ich denn mal mein Leben auf den Tisch legen und darüber mal nachdenken? Und kriege das aus dem Kopf so ein bisschen raus und kriege das vor mich hin und kann mir das einmal anschauen und da mal Inspiration bekommen, neue Perspektiven für mich. Jetzt hat jeder ja eine eigene Art und Weise, mit den Karten umzugehen. Jeder sucht sich sein Kartenblatt wahrscheinlich auch aus, das ihn am meisten anspricht. Und jeder hat auch so sein eigenes Legesystem. Mhm. Im Endeffekt ist es nur wichtig, dass wir am Schluss auf das gleiche Ergebnis kommen. Genau, also ich finde auch, es geht um den Mehrwert. Es geht darum, was kommt am Ende bei raus. Und darum geht es auch, wenn man für sich selbst Karten legt. Ja, da geht es darum, natürlich, welche Karten sprechen mich an, was funktioniert für mich am besten. Aber am Ende geht es einfach darum, es gibt auch super, ich habe super hässliche Decks.
die ich nie hierher bringen würde, weil die nicht schön aussehen, ja. Und das halt auch was ist, ne? Die Ästhetik spielt mit natürlich, aber für mich die super funktionieren, ja, und die super eingiebig sind. Und für mich, für private Situationen, super, super viele tolle Antworten gegeben. Ja, jetzt wollen wir Antworten haben. Ne? Ich habe der Maren ja auch versprochen, dass sie sich eine Frage ausdenken kann. Gibt es denn irgendetwas, Maren, wo du sagen würdest, na ja, wenn jetzt der freundliche Hexer von nebenan schon mal im Studio ist, dann will ich da schon mal was wissen. Ja, bei mir gibt es zurzeit ganz viele berufliche neue Herausforderungen. Und ich wollte mal wissen, ob sich die auch irgendwie in bare Münze mal ausspielen, weil so ehrenamtlich auf Dauer ist ja schön, aber man kann nicht nur von Luft und Liebe leben. Das wolltest du damit sagen, oder? Das hört sich doch gut an. Das hört sich also da sind im Grunde genommen ja zwei Fragen in eine gepackt. Nämlich auf der einen Seite, und das sind ja die Hauptthemen, ne? Beruf und Finanzen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du weißt, dass es öffentlich jetzt gemacht wird, Maren. Ne? Alles klar, Maren Gilzer wird pleite gehen. Und wir kreieren die neue Bildschlagzeile für morgen, weißt du? Genau. Bürgergeld für Maren. Ach Gott. So, also wir schauen einfach rein. Das Schöne ist, als allererstes in der Mitte haben wir ja hier als grobes Thema die vier der Stäbe. Das ist schon mal eine Feier. Das ist schon mal ein Grund zur Freude. Das ist schon mal schön. Das heißt, im Grunde genommen ist es etwas, wo du dich drauf freuen kannst. Und das sind auch Möglichkeiten, die sich da ergeben, die ein Grund zur Freude sind. Ja, das heißt, das sieht man. Weiß nicht, Andrea, du siehst das auch. Das ist hier ganz einfache Bildsprache, die Leute freuen sich, es ist ein Fest, es ist wie so ein Erntedankfest irgendwie, Freude, Positivität. Ach, das Schöne ist wirklich, man muss Karten richtig angucken und wenn man sie eben richtig anguckt, dann kann man sie auch lesen. Also ich würde jetzt quasi ganz klar der Maren zuversichtlich die Zukunft beschreiben, weil es sieht alles gut aus. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie du es deuten würdest, aber wenn ich jetzt hier den Turm sehe, das Gericht, wenn ich jetzt hier die Liebenden sehe und so, hier mit diesen acht Stäben kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber es ist Arbeit. Also für mich sieht er ja auch aus, als würde er irgendwie arbeiten. Genau. Also ich sag mal, wenn wir einmal in die Vergangenheit reinschauen, haben wir das Gericht, es geht um Auferstehung, es geht um etwas, was neu wieder dazugekommen ist in der Vergangenheit und du hast viele verschiedene Möglichkeiten, viele verschiedene Wege, die du gehen kannst. Hier unten haben wir das, was so ein bisschen das Problem darstellen könnte, wo so ein bisschen was im Weg vielleicht steht. Und das ist in dem Fall der Turm. Und der Turm steht immer für etwas, wo kein ordentliches Fundament ist, wo man zu hoch gebaut hat, was dann wieder runterfällt. Mhm. Das heißt, das hält dich so ein bisschen dazu an, achte auf die Sachen, die vielleicht jetzt sehr stabil scheinen, aber wenn du tiefer reinschaust, da ist kein Fundament, da ist nichts, was das wirklich längerfristig hält. Das ist so ein bisschen die Warnung. Und dann kommt aber immer noch auf der anderen Seite die Hilfe. Was hilft dir bei dem Problem? Und das sind die Liebenden. Die Liebenden stehen immer auch für eine Wahl, für eine Auswahl. Und für eine Entscheidung. Und Entscheidung ist nicht bloß eine Auswahl, sondern Entscheidung ist, ich entscheide mich für etwas und ein anderer Weg scheidet weg. Also wirklich den Mut zu haben, diese Entscheidung zu treffen und einen Weg zu gehen und ein bisschen mehr Fokus reinzulegen, weil du weißt, dass du das kannst. Du weißt, dass du in der Vergangenheit ähnliche Herausforderungen hattest und du kannst in diese Richtung reingehen, weil du weißt, du kannst 100% auch diesem einen Weg geben. Und brauchst dich nicht so breit aufstellen. Weil in der Zukunft sieht es so ein bisschen aus, als ob viele um deine Aufmerksamkeit buhlen wollen und so ein bisschen sagen, nur nimm noch mich und komm noch hier und nimm noch diese Möglichkeit wahr. Und das zu viel wird so ein bisschen. Das heißt, im Endeffekt bist du eigentlich hier mit der Welt auch in der Mitte von all diesen Möglichkeiten. Und du kannst sehr gut wie aus dem Kontrollzentrum entscheiden, wo geht's hin? Und das ist mit einer Möglichkeit, mit einer finanziellen Möglichkeit verbunden, die dir das ermöglicht, ja? Wo du sagst, wenn ich mich dafür entscheide, habe ich viel mehr Möglichkeiten, darüber hinaus noch andere Sachen anzusteuern, weil es was Zentrales ist. Und es geht ja im Grunde genommen auch wirklich darum, dass du heute zeigen wolltest, dass man einfach wirklich genauer sich mal auf diese Karten konzentrieren muss. Genau. Jeder hat natürlich so sein eigenes Gespür dafür und du machst das ja jetzt nicht erst seit gestern, auch wenn du noch sehr jung bist, aber du hast dich ja schon sehr lange mit den Karten hier beschäftigt, wie man sie richtig mischt, was man sonst noch so alles tun kann. Darüber werden wir uns gleich noch so ein bisschen unterhalten. Aber Maren, ich glaube, das sind so schöne Aussagen, die man bekommt, die geben einem auch so ein bisschen Zuversicht und hier die Liebenden in im Grunde genommen, finde ich, ist eine der schönsten Karten, oder? Du tust das, was du liebst. Ja. Ja. Mhm.
Ich komme mal rüber zu dir, weißt du? Weil man, du bist ja im Anschluss auch noch im Astro-TV-Shop zu sehen. Und das ist ja auch ein neuer Weg, den du gegangen bist irgendwann mal. Nämlich als Schmuckdesignerin plötzlich hier in einem spirituellen Sender zu erscheinen. Spiritualität. Viele haben sich ja immer noch ein bisschen dahinter versteckt oder haben immer gesagt, oh, ich stehe da nicht dazu. Du warst aber von Anfang an ganz offen und hast gesagt, nee, weil Schmuck ist natürlich auch dafür da, um zu stärken. Absolut. Also für mich war schon immer wichtig, Schmuck, ich war schon immer eine Schmuckelster und ich bin halt von meiner Oma und von meiner Mutter auch dahingehend beeinflusst worden. Sternzeichen, das war bei uns immer ganz wichtig und wir haben immer unseren Schmuck mit den passenden Glücksteinen geschenkt bekommen, wir Mädels in unserer Familie. Und deswegen hat mich das schon von klein auf immer begleitet und als ich dann Leute kennengelernt habe, die in einem indianischen Dorf gelebt haben und da eben auch Schmuck beigebracht bekommen haben und die ganze Spiritualität des Schmucks, war das für mich etwas, wo ich gesagt habe, ja, das ist es, Edelsteine, Symboliken, der Schmuck, der nicht nur schön aussieht, sondern der dich auch irgendwie repräsentiert oder an die Aufgabe, die du im Leben hast und dich darin bestärkt, Mut zu haben, dran zu arbeiten. Ja, und dafür ist ja Schmuck ursprünglich ja eigentlich auch gemacht worden. Genau. Also eigentlich ist Schmuck zum Stärken gemacht worden. Mhm. Und dann irgendwann ist man drauf gekommen, oh, das sieht auch noch ganz gut aus. Also das müssen wir einfach am Design noch ein bisschen arbeiten. Und das ist so witzig, dass es eben bei den Ägyptern, bei den Kelten, auch in, ich sag immer noch Indianer, weil die Indianer, die ich kenne, finden diesen Ausdruck auch absolut gut und passend. Also ich find's total blöd, was da im Moment stattfindet. Und die machen das alle, für die ist Schmuck was ganz, ganz Wichtiges, zeigt natürlich auch, ich habe Geld, ich bin reich, also Statussymbol, was auch immer, aber auch immer, in welchem Status stehe ich eigentlich hier? Bin ich König, bin ich Häuptling, bin ich Medizinmann, bin ich ein spiritueller Mensch oder was? Und dann hat es wieder was mit Ausdruck zu tun. Das heißt auch mit Selbstsicherheit, mit Auftreten. Also Schmuck ist viel, viel mehr als einfach nur ein schmückendes Beiwerk. Und auch deine Schmuckstücke sind viel, viel mehr wert. Mhm. Also man muss heute sagen, im Anschluss geht es mit Maren auch im Astro-TV-Shop weiter. Und da gibt es heute Sonderpreise. Also normalerweise sind die Schmuckstücke, weil das sind natürlich auch alles wirklich tolle, handgemachte Schmuckstücke, die du hier mitbringst, die auch wirklich ihren Wert haben. Aber heute kriegt man richtig schöne Streichpreise von dir geschenkt. Ja, ganz genau. Also ich habe eben, man muss natürlich auch sagen, die Zeiten haben sich geändert, auch die Herstellungskosten und die Materialkosten und da muss man immer wieder neu kalkulieren. Jetzt habe ich eben noch ein paar alte Bestände, die ich zu dem günstigen Preis jetzt noch anbieten kann und ich weiß aber nicht, wie das in der Zukunft aussieht, ob ich da viel umstellen muss. Aber das sind jetzt eben noch so richtig gute Preise für die Preise, die ich ursprünglich mich mal festgelegt habe. Aber auch nur, solange der Vorrat reicht, das muss man an dieser Stelle vielleicht mal sagen. Und unsere Astro-TV-Partner sind ja Partner, die keine Massenproduktionen von irgendwo Billigländern einkaufen, wo vielleicht auch noch kleine Kinderhände dran arbeiten, sondern ihr wollt spirituellen Schmuck verkaufen. Ja. Und spiritueller Schmuck, da steckt Spiritualität drin, da steckt Achtsamkeit drinnen. Ja. Das heißt, dir ist es eben auch wichtig, Menschen zu stärken, aber sie auch zu verschönern. Es wird halt alles von Hand in Deutschland hergestellt. Gestellt in Pforzheim und dementsprechend ist es eben wirklich Schmuck, wo ich auch darauf achte, dass die Steine die Haut berühren und dass die, sowohl die Edelsteine als auch die Symboliken zu der Person passen, die es dann eben auch kauft. Deswegen habe ich auch viel mit Sternzeichen gearbeitet, aber eben auch mit indianischen Sternzeichen, mit dem Medizinrat, so nennen die das. Naja, weil wir ja wissen, dass auch andere Kulturen uns bereichern können. Also das ist natürlich auch ein Wissen, das Jahrhunderte zurückliegt, dass wir einfach auch wirklich hier mit der Kraft der Steine, Hildegard von Bingen, die hat es ja damals bewiesen und heute beweist eigentlich auch die Wissenschaft, denn man kann Steine natürlich auch untersuchen, man findet die Mineralstoffe, die dem Körper gut tun. Absolut, und wenn Sie das mal ausprobieren, es gibt natürlich auch die Farben der Edelsteine, die einen besonders ansprechen, die einen besonders viel Kraft geben und sowohl Farben als auch Symboliken inspirieren einen einfach. Sieht man ein Herz, denkt man automatisch an Liebe. Sieht man ein Schwert, denkt man automatisch an Kampf und etwas durchsetzen. Und beim Tarot kennen wir ja zum Beispiel auch den Kelch. Das ist wieder so eine Gefühlswelt. Also
Symboliken wie beim Tarot und auch im Leben, das wir so kennen, inspirieren einen zu irgendetwas. Mhm. Ich hatte zum Beispiel mein erstes Schmuckstück, das ich von den Indianern bekommen hatte. Das war ein Stern, der in der Mitte einen Edelstein hatte. Und dieser Stern, der zeigte eben nach allen Himmelsrichtungen wie ein Kompass. Und sie sagten eben, ja, das ist die Blüte, das ist die Seele, die muss immer erblühen. Und deswegen muss sie Spiritualität und Wissen aus allen Lebenslagen anziehen und in sich wachsen lassen. Und dieses Schmuckstück hat mich so angespornt, habe gesagt, genau das ist es. Und die haben gesagt, ja, das ist diese deine Seele, die musst du füttern mit den Inspirationen aus allen Himmelsrichtungen. Und so ist es einfach. Man sieht ein Symbol und sagt, wow, das spricht mich an. Das will ich haben. Bei vielen sind es eben auch die Sonne zum Beispiel. Das habe ich auch bei mir, ein Schmuckstück mit der Sonne. Dinge, die, wo man sagt, ja, das passt zu mir. Mhm. So ist es eben auch mit den Tieren. Ich erkläre den Leuten in der Sendung, wofür dieses Tier steht, was es für ein Wesen hat. Und wenn man sagt, ja, okay, ich sehe das Wesen des Schmetterlings in mir oder des Bären. Es gibt ja nicht umsonst Krafttiere. Also ja. Jeder ist, und das haben wir heute auch schon gehört, facettenreich. Jeder ist einzigartig. Aber jeder fühlt sich natürlich auch magisch quasi angezogen. Und ich glaube, das kennt auch jeder, dass man an dem einen oder anderen Schmuckstück vorbeigeht, was einen einfach nicht interessiert. Ja. Aber irgendeins spricht einen an und dann weiß man, es tut einem eigentlich dann auch gut. Und vielleicht sprechen euch heute auch Marens Schmuckstücke mal wieder an. Ihr findet sie übrigens auch online, denn auch Maren Gilsa gehört zu unseren Shop-Partnerinnen. Wir wollen einmal kurz zeigen, wie man den Weg zu uns findet, nämlich unter www.astrotv.de. Da klickt ihr einfach mal rein, dann seid ihr auf unserer Startseite. Da gibt es natürlich auch unsere Programmvorschau, da gibt es viele andere Rubriken, aber da gibt es auch Partner im Astrotv-Shop. Und ganz, ganz unten, wenn man ganz nach unten scrollt, dann findet man Maren und dann findet man heute nicht nur die tollen Produkte von ihr, sondern man findet vor allem auch noch zum letzten, vielleicht zum letzten Mal, diese tollen Preise. Denn die bietest du noch an, weil du hast sie eben damals auch noch zu diesen Preisen bekommen und sagst, okay, ich möchte jetzt eben auch den Zuschauern was Gutes tun. Und da könnt ihr euch stöbern. Jedes Schmuckstück wird dort übrigens auch nochmal sehr, sehr schön erklärt. Aber die beste Erklärung kriegt man gleich von dir. Denn dann bist du an der Seite, glaube ich, von Marcel. Den habe ich heute noch gar nicht gesehen, aber ich glaube, es ist Marcel. Und wirst natürlich auch nochmal ein bisschen was dazu sagen. Absolut. Ich freue mich ja immer, dich zu begrüßen. Jetzt muss ich weinen, weil ich mich jetzt von dir verabschieden muss, damit du dich noch schnell frisch machen kannst, bevor es dann um 10 Uhr weitergeht mit Maren Gilsa in unserem Astro-TV-Shop. Vielen Dank für den Besuch. Bis gleich. Bis gleich. Sternzeichen ist Maren ja auch ganz wichtig. Also astrologisch kennt sie sich auch ein bisschen aus. Aber hast du dir schon mal ein Horoskop erstellen lassen? Ja, schon öfter, regelmäßig. Also ich bin auch mit so einem Hexer befreundet. Ja. Und der macht auch Tarotkarten, aber eben auch Sternzeichen. Da kennt er sich ganz genau aus. Ich kann mir das immer alles gar nicht merken, was er sagt. Das ist so wichtig, dass du das sagst, weil dafür gibt es Timo Wagenbach. Der macht nämlich auch Horoskope, aber in schriftlicher Form. Und wenn man mal Dinge vergessen hat, dann kann man es immer wieder nachlesen. Und diese Horoskope, die findet ihr natürlich auch im Astro-TV-Shop oder gleich direkt bei ihm unter einer weiteren gebührenfreien Telefonnummer. Da könnt ihr ebenfalls eure Horoskope bestellen. Da könnt ihr nachfragen, welches ist eigentlich das perfekte Horoskop für mich. Heute stellen wir das Vorschau-Horoskop für die nächsten 12 Monate vor. Und dir drücken wir die Daumen für die nächsten 12 Monate. Dankeschön. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Timo Wagenbach. Ich bin Medienastrologe und präsentiere Ihnen hier eine Auswahl meiner schriftlichen Horoskope und Horoskopanalysen. Heute das Vorschauhoroskop für 12 Monate. Und zwar für Ihre ganz persönlichen 12 Monate. Was erwartet Sie in allen Lebensbereichen, in Liebe, Beruf oder in den Finanzen? Das Schöne ist, Sie können den Startzeitpunkt selbst wählen, beispielsweise von Ihrem Geburtstag bis zu Ihrem nächsten Geburtstag. Was brauche ich von Ihnen? Geburtsdatum, Geburtszeit und den Geburtsort, um dieses Horoskop für Sie zu erstellen. Bestellen Sie jetzt unter der unten eingeblendeten Telefonnummer. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Na, da sucht ihr mich mal wieder, ne? Die kleine Maus hat sich versteckt bei Melanie Thormann. Sie ist zu uns gekommen und will uns fit für die Zukunft machen. Auf der einen Seite die Unternehmen stärken, also die Unternehmensspitze stärken. Aber es ist natürlich auch wichtig, individuell auf jeden Einzelnen einzugehen. In einem großen Unternehmen ist das aber schwer machbar, oder? Ja,
je größer das Unternehmen ist, desto länger braucht es natürlich. Ja, und wenn wir das mal so angehen, dann empfehle ich immer, abteilungsmäßig auch vorzugehen, je größer das Unternehmen ist. Mhm. Ja, und wie schon eingangs gesagt, mein Ausgangspunkt ist ja immer die Unternehmensperson an sich, weil von ihr geht die gesamte Energie aus, um das auch mal spirituell zu bezeichnen. Ja, und sobald diese Energie sich geformt hat und sie auch sicher in dem ist, was sie tut und wie sie es tut, strahlt das automatisch aufs Team aus. Und dann ist die halbe Arbeit eigentlich schon gemacht. Mhm. Ja, das ist der Vorteil. Und dann kann ich im Team weitermachen. Ich finde das eigentlich ganz schön, weil ich glaube, wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht, dass unbedingt wahnsinnig viel Führungsspitzen unsere Sendung zusehen. Aber es sind die Mitarbeiter, die hier vielleicht auch mal reingucken, die sich Gedanken machen und die vielleicht dann auch den Mut mal haben, zum Chef zu gehen und vielleicht mal zu sagen, du, ich habe da jemanden gesehen, vielleicht kann man da mal so ein bisschen connecten, weil mir geht es im Moment nicht so gut in dem Unternehmen. Ist das auch der Fall, also dass auch wirklich solche Menschen dich dann vermitteln? Auch das, ja. Also ich habe natürlich viel mit der Personalabteilung auch zu tun, je größer das Unternehmen ist. Je kleiner, desto weniger sind natürlich auch die Hierarchien dann da, ganz klar. Ja. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Genau, also ja. Da muss man auch helfen. Absolut, ja. Und da ist es ja auch leichter, weil wenn es in dem kleinen Format schon funktioniert, dann ist es ja auch leichter, gesund zu wachsen, wie ich es immer so schön sage. Ja, dann wirklich auch sich zu formen aus dieser Situation heraus. Und wenn die Mitarbeiter mich ansprechen, in welcher Form auch immer, ist trotzdem immer mein Ausgangspunkt, dass ich sage, bevor ich mit dir arbeite oder mit dir und deinem Team um dich drum herum, brauchen wir den Ansatz über die Führungsebene. Mhm. Weil alles andere macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das nicht funktioniert, wenn die Chefs, die Chefinnen nicht mitziehen. Nein, absolut. Aber wir leben in einer Zeit, und das hören wir ja immer wieder, dass wir den Zugang nach oben ein bisschen deutlicher spüren, dass Menschen plötzlich wirklich auch über Spiritualität nachdenken, sie sogar auch fühlen. Und das eben auch im großen Business. Also es ist absolut. Jetzt nicht immer nur Zahlen, Fakten, sondern da hat sich in den Jahren einiges geändert. Und auch du, wir haben es ja vorhin gesehen, hast dich in den letzten Jahren verändert. Also Stillstand, glaube ich, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Wir müssen in Bewegung bleiben. Du warst nicht immer diejenige, die uns fit für die Zukunft machen wollte, sondern du hast auch, kommst eigentlich auch aus dem klassischen, herkömmlichen Business, also Unternehmen. Unternehmensberatung kann man so sagen, im klassischen Sinne. Ja, also ich kann Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe das gelernt, ich komme da auch her. Ich habe aber schon immer, also wirklich auch von vor über 25 Jahren, habe ich das Thema Mensch immer in meine Arbeit mit reinbezogen. Da war ich am Anfang ein großer Exot mit. Weil natürlich das damals noch nicht so gesehen war. Ja? Wie du eben auch gesagt hast, wir verändern uns alle, die Anbindung spüren wir alle mehr. Und es war vor 25 Jahren noch nicht so. Und ich habe das schon mit reinbezogen, habe aber selber mich auch nicht getraut, es selbst so zu benennen. Mhm. Und das ist erst im Laufe der Zeit tatsächlich so entstanden auch, dass ich einmal selbst gespürt habe, dass ich irgendwie anders arbeite als viele anderen. Und habe dann mich manche Jahre lang gewunden, wie ein Aal, um es zu beschreiben, dass man mich auch versteht. Ja, und dann aber kam so auch so Schritt für Schritt der Moment, dass ich gemerkt habe, ich mache es anders, ich fühle es anders, ich gehe anders mit den Menschen um, eben auf energetischer Ebene, auf menschlicher Ebene, auf körperlicher Ebene, so dass die auch eine ganz andere Entwicklung machen. Und so habe ich mich dann auch Stück für Stück, man würde fast sagen, geoutet, ja, bis ich dann letzten Endes auch die Spiritualität nicht mehr hinten angestellt habe, wie früher, sondern in den Vordergrund gerückt habe. Wie sieht jetzt die Spiritualität in deiner Arbeit aus? Also, weil da gibt es ja unterschiedliche Formen. Wir wissen alle, Mindset, das ist auf der einen Seite, arbeiten die großen Coaches auch genau mit diesen gleichen Aussagen. Aber man kann es natürlich so oder so rüberbringen. Wenn du aber sagst, nee, bei mir ist der Einfluss der Spiritualität schon ein bisschen größer. In welcher Form? Das kann auch wirklich sehr unterschiedlich sein. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine Aufräumarbeit in der Gesellschaft. Spiritualität ist nicht nur ein Wort
und ein To-Do, sondern Spiritualität ist sehr facettenreich. Ja, und da darf ich mich erstens ausprobieren und da darf ich auch meinen eigenen Weg finden. Und so sehe ich das auch. Die Menschen zu führen, Brücken zu bauen, ihnen Möglichkeiten zu eröffnen, um dann ihren ganz eigenen Weg darin auch zu finden. Und da spielen auch natürlich Elemente mit rein, wie Achtsamkeit, wie Mindset. Okay, das ist jetzt mal, sehe ich noch nicht so sehr als Spiritualität, es ist mehr so die Persönlichkeitsentwicklung, aber trotzdem, also Achtsamkeit, ob das jetzt mit Meditation ist oder mit Yoga und sich selbst dazu zu finden auch, oder aber auch über Hilfsmittel wie Astrologie, wie wir es heute schon gehört haben von der Katja, mit Edelstein von der Maren, das ist, dass ich da Unterstützung habe, um meine Energie zu finden bzw. zu halten, die ich gefunden habe, oder eben auch durch unseren freundlichen Hexer hier. Da gibt es so viele Facetten, derer ich mich bedienen kann, und ich bin diejenige, die nicht sagt, mach dies, damit das passiert, sondern ich zeige Möglichkeiten auf und wir gehen gemeinsam den Weg, den dieser Mensch dann für sich auch gut und gerne aus tiefster innerer Überzeugung gehen kann. Ich meine, da hat sich ja auch einiges geändert. Viele, viele Unternehmen bieten ja wirklich auch für die Mitarbeiter Yogakurse, Meditationskurse an. Also wir wachsen ja in so einer Welt auf. Es gibt mittlerweile in den Kindergärten schon Meditationskurse, damit die Kleinen zur Ruhe kommen. Also das ist nichts Ungewöhnliches mehr. Früher war es ein bisschen ungewöhnlich, jemanden beim Meditieren zu sehen, aber heutzutage gehört es zu unserem Alltag dazu. Wie gehst du aber dann an die Unternehmer ran? Also erklärst du denen dann auch vielleicht, habt ihr mal Lust, euer Horoskop kennenzulernen, oder wollt ihr mal in die Ruhe, in die Entschleunigung mit mir gehen? Also ist das dann der Weg, dass der Unternehmer vielleicht auch selber entscheiden darf? Er entscheidet auf jeden Fall mit, ja, aber er bekommt erstmal von mir eine Ausgangslage, damit er überhaupt eine Entscheidungsgrundlage für sich hat. Also wir gehen in der Regel durch einen Analyseprozess, das klingt jetzt wieder sehr hoch unternehmerisch, aber der schon auch sehr in die Tiefe geht. Ich betrachte den Mensch, die Gesundheit mit, also die Persönlichkeit, was sind da so in der Vergangenheit, was ist da alles passiert, ne? Wo möchte derjenige hin, Blockadenlösung, genau. Ja, und dann ergibt sich aus so einem Analyseprozess in der Tiefe, gibt es eine Auswertung, die ja auch in schriftlicher Form, wie Maren jetzt auch gesagt hat, ein Horoskop bekommt man manchmal ja auch in schriftlicher Form, und so mache ich das auch auf verschiedenen Ebenen, eine Auswertung, die dann als Grundlage dessen geht, was machen wir jetzt erstmal zuerst, was ist überhaupt das Wichtigste, Thema Blockaden, ja, was brauchen wir erstmal nicht mehr, um dann den Weg auch zu finden und für mich auch rauszufinden, wo steht der denn eigentlich mit seiner Spiritualität, noch am Anfang oder schon fortgeschritten. Ja, und natürlich haben sich auch die Menschen, die sich der Spiritualität zuwenden, verändert. Also wenn ich dich jetzt so angucke, dann siehst du nach wie vor aus wie eine Unternehmensberaterin, ja, aber nicht unbedingt wie jemanden, der wirklich Körper, Geist und Seele probiert zusammen zu bringen. Auch das hat sich verändert. Es gibt immer mehr, wie Maren auch, die sich der Spiritualität zuwenden, die auch dazu stehen in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das wird auch immer mehr werden, denn wir leben in dieser verrückten Welt. Und wenn wir da nicht auch manchmal wirklich zur Ruhe kommen, ja, dann sind wir, glaube ich, auch ein bisschen verloren. Wir unterhalten uns gleich noch ein Stückchen weiter, denn auch du hattest eigentlich eine Frage, die gar nicht so richtig dich betrifft, sondern ja, die quasi die ganze Welt betrifft. Ob so eine Frage überhaupt lösbar ist, von unserem freundlichen Hexer von nebenan. Das werden wir gleich klären. Jetzt machen wir erstmal weiter mit unseren guten Nachrichten. Denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, am Wochenende sind sie wieder gelaufen, die Astro-News. Wer es verpasst hat, der findet natürlich auch all die schönen Nachrichten noch bei uns in den Social-Media-Kanälen. Also gerne mal vorbeigucken. YouTube, Instagram, Facebook, was es so alles gibt. Denn es sind nicht immer nur die schlechten Nachrichten, die es gibt, sondern zwischenzeitlich passieren eben auch auf dieser veränderten Welt schöne Dinge, und die probieren wir zusammenzufassen. Vorgetragen werden sie dann von der Senderchefin höchstpersönlich, Christina Arnold. Tanken Sie positive Energie und schalten Sie ein zu unseren Astro-News, Nachrichten für die Seele. Wir freuen uns auf Sie. Du willst dich wohl von den Karten von Maren gar nicht lösen.
Ja, nein, ich habe gerade noch so ein bisschen reingeschaut und wollte noch mal so ein paar Beispiele geben gleich. Aber vielleicht schauen wir erstmal rein in die andere Frage, die ich noch schuldig bin. Ja, weil die finde ich nämlich sehr, sehr spannend. Und zwar geht es da, Melanie, nicht um dich als Person, sondern auch da willst du wissen, was ist in der Welt eigentlich los? Weltgeschehnisse, ne? Ja, ich glaube, dass es gar nicht so verkehrt ist, darüber nachzudenken, das Weltgeschehen oder aber auch in Richtung der Wirtschaft. Ja, Wirtschaft, Weltgeschehen. Was da jetzt so auf uns zukommt, wenn wir ja auch gerade darüber sprechen, was sich alles verändert. Ja, ja, und man muss auch sagen, die Astrologie kann das ja auch. Also die erkennt ja auch in irgendeiner Form Energien und Tendenzen. Ja. Steckt das auch in den Karten? Kannst du das auch sehen? Für mich ist das Tarot eigentlich von der Art und Weise, wie es funktioniert, eigentlich eine Art und Weise, wie wir Energien qualitativ auch wahrnehmen können. Also das heißt, in dem Moment, in dem wir den Zufall mit reinbringen und die Karten durcheinander bringen, in dem Moment, wenn wir uns halt auf die Frage konzentrieren, laden wir quasi den Zufall auf mit Bedeutung. Ja. Wobei die Frage natürlich schon sehr, sehr, also weißt du, die Welt, also würden wir jetzt sagen, auf Deutschland können wir es vielleicht konzentrieren, aber das ganze Weltgeschehen, ich glaube, es gibt da eben auch diese unterschiedlichen Kontinente, Länder, wo es halt ein bisschen besser läuft und ein bisschen schlechter. Aber wir gucken mal, was passiert. Das Tarot ist immer sehr gut da drin, uns den Spiegel vorzuhalten. Insofern würde ich diese Frage so ein bisschen Warum so interpretieren. Warum bist du jetzt so lange? Erkläre ich gleich. Und zwar, ich bin so ein Freund davon, ich weiß, es funktioniert mit dem Tarot sehr gut, einfach ganz zufällig reinzugreifen, eine Karte rauszunehmen, fertig. Ja? Ich habe aber so das Gefühl, ich mache das immer sehr gerne und dabei fällt auch immer viel raus, das heißt, es dauert oft sehr lange, bis ich wirklich weiß, sie sind jetzt in der richtigen Reihenfolge und ich kann in der Session, wenn ich eine Frage habe, auch gleich weiterziehen. Und quasi gleich sagen, okay, ich nehme die nächste, weil ich darauf vertrauen kann und das Gefühl habe, jetzt geht es irgendwie nicht mehr weiter, ich greife ins Leere. Warte mal, ich mache mal kurz ein bisschen Platz, damit man die auch besser... Darf ich die anfassen? Ja, ja, klar, natürlich. Ich greife ins Leere und ich weiß, jetzt sind sie fertig, so ein bisschen, ja. Seht ihr es besser jetzt? Ja. Nimm mal das Glas noch weg. So, wir schauen einmal rein. Was sehen wir denn eigentlich hier zum Thema Weltgeschehen, wie wir es wahrnehmen? Hier haben wir einmal das Ass der Stäbe. Das heißt, hier geht es darum, was kommt rein. Es kommt rein eine neue Energie, eine neue Inspiration. Das heißt, es sind Energien im Laufen, die uns ein bisschen treffen. Das heißt, das ist erstmal so das Thema. Bei der zweiten Karte schauen wir darauf, wie sich das äußert, wie wir das wahrnehmen. Und da haben wir hier die 6 der Münzen. Münzen ist schon mal gut, Münzen ist schon mal finanzielles. Und in dem Fall 6, womit verbinden wir uns? Das heißt, es geht eigentlich darum, was nehmen wir wahr? Wo entscheiden wir uns, näher hinzuschauen? Wo entscheiden wir uns eigentlich, den Fokus hinzusetzen? Und wo lenken wir unsere Aufmerksamkeit hin? Womit verbinden wir uns wissentlich? Ja? Was natürlich auch sein kann, in dem Moment, in dem wir uns damit verbinden, versklaven wir uns auch so ein bisschen einer bestimmten Idee. Was im Weltgeschehen, was sehr dynamisch ist, manchmal auch nicht so gut sein kann. Ja? Das heißt, gerade wenn neue Energien aufkommen, sollte man sehr wachsam sein und schauen, was passiert. Als kleiner Input, was man tun kann generell, haben wir hier den König der Münzen. Auch wieder Münzen, auch wieder Finanzielles. Der König ist jemand, der sich damit auskennt natürlich. König ist, der hat da Kompetenz drin. Ja? Das heißt, es geht darum, mit der männlichen Energie raufzuschauen. Das hat nichts mit Geschlecht zu tun, aber mit der männlichen Energie raufzuschauen und wirklich zu sagen, was ist da für mich drin? Was kann ich tun? Was kann ich da für mich herausziehen? Wie sieht das aus? Und das Ergebnis ist dann der Wagen. Der Wagen ist super. Der Wagen bewegt sich nach vorn. Der Wagen ist unser Gefährt durch die Welt hindurch. Insofern, hält uns das alles an eigentlich beim Weltgeschehen, gerade beim Wirtschaftlichen, genau hinzuschauen, genau zu beobachten. Was sagt das aus? Was sind die Implikationen? Aber der Wagen ist zumindest gut, weil Wagen bedeutet nicht Stillstand, sondern der bedeutet Bewegung. Und Bewegung ist natürlich auch das A und O. Ein Triumphwagen. Ja, das ist natürlich auch sehr schön. Du hast so viele Themen mitgebracht, aber du weißt ja, dass wir uns dann immer ein bisschen verquatschen. Ich glaube, diesen ganzen zweiten Part, den wir eigentlich so vorgehabt haben, ja, also von wegen Karten drehen, nicht drehen, wie macht man es denn richtig, das machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Damit wir jetzt nicht unter Stress kommen. Oder morgen am Dienstag in Kreuzberg gebe ich eine kleine Masterclass zum Thema
Tarot-Skills. Denn den freundlichen Hexer von nebenan, den findet man natürlich auch im Internet. Und da kann man bei Social Media natürlich sich auch informieren, genau, wann du in irgendeiner Form mal wieder zu sehen bist. Lass uns lieber noch mal so ein bisschen über die Sprache, über diese Bildsprache reden, weil ich glaube, das wolltest du auch noch mal ansprechen, am Beispiel von Marin Ilsers Karte. Und zwar, ich halte die Leute mal an, ich kann jetzt nicht ins Detail genau gehen, aber mal auf die Farben zu schauen. Hier haben wir Gelb, da haben wir Gelb. Warum sind dort gleiche Farben und da in die Verbindungen reinzugehen? Hier haben wir beide Male Engel. Ja, beide Male Engel. Blau und Blau. Blau und Blau, der Hintergrund. Und die ist überall, ein bisschen düster. Genau, überall aber auch der Berg. Überall hier haben wir auch schon mal einen Turm. Das heißt, diese Parallelen, diese wieder aufkommenden Elemente sich einmal anzuschauen. Hier haben wir überall nackte Menschen. Auch schön. Und da zu schauen, warum ist das so? Und zu überlegen, wie kommt das da rein? Hier haben wir eine Person in Blau und eine Person in Rot. Hier auch nochmal eine Person in Blau, eine Person in Rot. Insofern, da zu gehen, dann sind das wahrscheinlich die gleichen Leute. Zu überlegen und dem Unbewussten ein bisschen Futter zu geben. Ja, zu spüren. Also zu spüren, reinzutreten. Ja, und ich glaube, das ist ja auch das A und O für jeden, der vielleicht spirituell arbeiten möchte, für jeden, der vielleicht aber auch mit den Karten arbeiten möchte, dass er eben ein Feeling aufbaut und dass er die Karten spürt. Und deswegen hast du es ja vorhin auch so schön gesagt, es gibt so viele unterschiedliche Karten. Es gibt so viele unterschiedliche, Ich glaube, jeder, der anfangen möchte mit dem Kartenlegen, der muss erstmal das richtige Deck für sich finden. Ja. Weil, und das wird jeder. Also jeder wird entweder sagen, es sind die Tarotkarten, es sind die Lennemore-Karten, was es da noch so alles gibt. Und ich sag mal, auch reinzuspüren, bin ich eher wirklich der spirituelle Typ? Will ich da reinführen? Will ich in die Karte hineintreten, mir das vorstellen, oder eine Meditationsreise zu machen? Lassen. Oder halt jetzt so systematisch zu schauen, welche Symbole sind da? Wo kommen die wieder vor? Wirklich systematisch zu schauen, und das geht auch. Man hat immer beide Wege offen. Und das ist so schön eigentlich für die verschiedenen Menschen. Wo finde ich denn den Zugang? Und wie kann ich denn systematisch drüber auch nachdenken? Bei uns bei AstroTV, muss man auch wirklich sagen, bekommt man irgendwie auch jeden Tag so eine Schule des Kartenlegens. Und es gibt ganz viele unserer Zuschauer, die auch wirklich zugucken mit ihren Karten nebenbei und schauen, was ist die Aussage von dem Berater. Natürlich sind es nicht die gleichen Karten, die dann der Zuschauer legt. Aber wie gesagt, das Ziel, darum geht es ja. Marc Wilke, der freundliche Hexer von nebenan, guckt mal vorbei, entweder auf den Social-Media-Kanälen, denn da gibst du natürlich auch immer quasi den einen oder anderen Rat, aber nicht nur das, sondern da kann man dich auch verfolgen und weiß immer, wo du vielleicht beim nächsten Mal oder zum nächsten Mal so eine kleine Schule abgibst. Genau. Und das nächste Mal sollten wir wirklich das mal ein bisschen vertiefen, verschiedenen Arten des Mischens, was ist wichtig, was sollte man noch beachten, also das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, aber da brauchen wir mehr Zeit. Wir brauchen einfach immer mehr Zeit. Es ist einfach so. So, wie geht's jetzt weiter? Es geht weiter mit dem Thorsten Gabriel, denn der Thorsten Gabriel, der ist auch bei uns im AstroTV-Shop zu finden. 5D-Neuzeitenergie im AstroTV-Shop. Unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel begeistert seit 2016 als TV-Berater unsere Zuschauer. Wir freuen uns sehr, ihn als Partner im AstroTV-Shop begrüßen zu dürfen. Zauberhafte Kartendecks, Seminare auf CD oder geführte Meditationen. Holt euch seine 5D-Produkte nach Hause und erhöht dadurch sofort eure Energie. 24/7 für euch online. Schaut gleich mal vorbei unter www.astrotv.de. Auf welchem Rücken von welchem Tier liegt das Glück? Auf dem Rücken der Pferde. Auf dem Rücken der Pferde. Und wir reden heute über ein Pferd. Und das ist im Grunde genommen auch deine Aussage, ne? Es ist dein Glückspferd. Wir haben vorhin mit Maren schon über über Schmuck geredet, der stärkt, der mental einen in eine gute Energie bringt. Und wenn ich mir ein Glückspferd umbinde, dann kommt vielleicht das Glück auch auf meine Schultern? Nein, nicht nur vielleicht. Wahrscheinlich. Also es ist ja ein Glückssymbol. Und es ist auch ein Symbol, was wirklich Glücksenergie aktiviert, und das ist natürlich von mir persönlich auch nochmal energetisiert. Das heißt, da ist auch eine Glücksenergie drin, die man dann sofort spürt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein absoluter Glücksbringer. Ja, es ist ein absoluter Glücksbringer, denn natürlich wissen wir auch, dass Schmuckstücke sowas wie kleine Talismänner sein können. Und wenn wir einen Talisman bei uns haben, dann haben wir den ja nicht ohne Grund bei uns, sondern haben wir ihn auch bei uns, weil er uns stärken soll, weil er uns ein gutes Gefühl geben soll. Und
dann hast du deine guten Energien da reingelegt. Aber wir kriegen ja automatisch auch gute Energien. Ja, und wie gesagt, die Energieprodukte sind ja so angelegt, dass die von mir persönlich energetisiert werden. Das heißt, ich nehme jedes in die Hand und gebe Energie rein, die dann ein Jahr lang auf jeden Fall mal mindestens in voller Stärke wirkt. Ja, und das Schöne ist, Matthias, selbst der unspirituelle Mensch könnte bei unserer Verlosung in dieser Woche mitmachen, sich das Glückspferd dann, wenn er es gewinnen soll, zuschicken lassen. Und dann wird er vielleicht wirklich auch spüren, dass sich da etwas verändert. Also wir kriegen es ja alle mit. Ich sage immer Ringe. Ringe sind so eine ganz große Verbindung. Und anhand eines Rings kann man vielleicht wirklich die Kraft der Schmuckstücke mal am besten erklären. Denn wenn man einen Liebesring trägt zum Beispiel und die Liebe ist auseinandergegangen oder der Ehering zum Beispiel, ja, was sollte man machen? Man sollte sich von diesem Ring lösen, weil sonst löst man sich auch nicht von dem Partner. Und dieser Ring kann einem auch richtig wehtun. Dann nimmt man ihn ab und plötzlich fühlt man diese Befreiung. Und ich glaube, genau das ist bei Schmuck eben nicht nur bei den Ringen bei so, sondern allem, bei allem, was du so hast an Gegenständen, kannst du energetisch aufladen. Aber bei so einem Anhänger ist natürlich wunderbar. Und dann ist er auch sehr klein. Das heißt, es ist sehr punktuell die volle Energie an eine Stelle gebracht. Und das ist inhaltlich natürlich absolut gut. Ja, und es hat eine schöne Aussage, oder? Weil wir alle wissen ja, dass das Glück auf dem Rücken der Pferde liegt. War nur der kleine Hinweis wegen der Frage, weil die ist diese Woche wirklich sehr, sehr schwer. Deswegen wollte ich unseren Zuschauern so einen kleinen Hinweis schon mal abgeben. Weißt du? Aber unsere Zuschauer sind schlau, die werden das beantworten. Absolut, absolut. Matthias, du bist jetzt ja die letzten Tage auch im Astro-TV-Shop gewesen und hast deine Produkte mitgebracht. Da gibt es natürlich viel, viel Auswahl. Also auch ihr könnt gerne mal vorbeigucken bei Matthias Heimberger in seinem eigenen kleinen Astro-TV-Shop. Ich habe es vorhin ja schon gezeigt mit Maren Gilser. Findet ihr unter www.astro-tv.de. Guckt da gerne mal rein. Ansonsten könnt ihr auch alle Produkte natürlich immer bestellen unter unserer gebührenfreien Call-Center-Telefonnummer. Und die ist auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche natürlich geschaltet. Ja, und auch das Glückspferd. Wann sehen wir dich denn wieder? Das weiß ich noch nicht. Das kann ich dir noch nicht sagen. Weil du auch ein bisschen sondern... Ja, Matthias hat sich nämlich eine längere Auszeit gegönnt, aber da merkt man auch, man braucht das ab und zu. Und die Auszeit hat dir sehr gut getan, mein Lieber. Du siehst fantastisch aus. Danke. Und wir freuen uns, dass du aber wieder da bist. Gute Heimreise. Dankeschön. Komm bald wieder. Und wer Matthias Heimberger natürlich auch hier nicht mehr bei Astro TV findet, findet ihn natürlich auch über unseren Partner Questico. Und da gibt es natürlich auch hier Beratungen. Und machst du auch gerade Gespräche? Nee, nein, mache ich nicht. Macht er nicht. Aber viele andere machen es. Also für alle die, die sich vielleicht mal beraten lassen wollen, die können das auch tun mit einem Berater der Wahl, der zur Verfügung steht. Also gerne einfach mal anrufen und Termine ausmachen. Aber Termine kann man mit dem Matthias auch ausmachen. So, jetzt gucken wir uns die Verlosungsfrage an. Vielen Dank, Matthias. Und ihr könnt mitmachen und könnt die richtige Lösung auf den Anrufbeantworter sprechen. Um das Glückspferd von Matthias Heimberger im Wert von 99,99 € zu gewinnen. Die Frage kommt hier. Auf welchem Rücken liegt laut einem Sprichwort das Glück? A. Auf dem Rücken der Mäuse oder B. Auf dem Rücken der Pferde? So. Pläne für dich. Also Spiritualität ist ja so ein Thema, wo man sagt, das ist so breit aufgestellt. Also wir haben hier auch bei Astro TV ja so viele Berater, die alle ganz unterschiedlich arbeiten. Das Endziel ist immer das Gleiche, den Menschen natürlich zu helfen. Ist bei dir das Thema Spiritualität schon ausgelernt oder sagst du, nee, da kann man eigentlich gar nie auslernen? Ich glaube, wir lernen sowieso alle, egal in welchem Bereich, niemals aus. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir mit Demut drauf schauen dürfen, jeden Tag, dass wir das können und dass wir das dürfen. Denn ich sage jetzt noch mal was Böses wie du vorhin mit dem Fisch und dem Kopf. Meine Uroma hat früher immer gesagt, wenn ich fertig bin, mache ich die Kiste zu. Mhm. Ja? Und genauso sehe ich das auch. Also wenn wir fertig sind in diesem Leben, dann scheiden wir aus diesem Leben. Und wir dürfen lernen, egal in welchem Bereich, bis zum letzten Atemzug. Ja, und ich glaube auch, dass Menschen sich selber spüren und wissen, dass wir nur dieses eine Leben haben. Also ich glaube, dass, und das wünsche ich auch eigentlich dem Großteil der Menschen, eigentlich wünsche ich es allen, dass man nicht irgendwann mal die Kiste zumacht und sagt, wenn ich das Leben noch mal leben könnte, ich würde alles anders machen, weil dann hat man es nicht gelebt. Und da hilft die Spiritualität natürlich, absolut, weil Fehler müssen wir machen. Ich glaube, auch dein Leben ist mit Höhen und Tiefen gewesen. Ich habe ja vorhin gesagt, also auch ihr Coaches, ihr Mentoren, ihr habt ja auch nicht immer alles richtig gemacht.
Ach, ich glaube, das gehört auch einfach dazu. Natürlich, wir lernen ja aus unseren Fehlern und da dürfen wir auch heute zu stehen. Und das ist auch etwas, was immer mehr auch in die Unternehmen reinkommt, diese sogenannte Fehlerkultur. Ja, um Gottes Willen, lasst uns Fehler machen, damit wir daraus lernen können und daraus wachsen können. Mhm. Und das eine schließt das andere niemals aus. Also, wie du zum Beispiel vorhin auch gesagt hast, ich sehe trotzdem immer noch businesslike aus. Ja, das schließt aber nicht aus, dass ich auch eine Spiritualität habe. Nur weil ich gerne so einen Stil trage, jetzt zum Beispiel. Ja? Oder aber, wenn jemand in seinem Business sich mit Zahlen, Daten, Fakten natürlich naturgemäß auseinandersetzen muss, heißt das noch lange nicht, dass der nicht auch ein spirituelles Leben für sich persönlich führen kann, auf welcher Ebene auch immer. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass es heutzutage nicht mehr darum geht, entweder oder zu leben, sondern sowohl als auch. Wenn es um die Unternehmensführung geht, da hat sich ja auch in den letzten Jahren einiges geändert. Der Kopf sind nicht immer nur die Männer, sondern auch da gibt es mittlerweile genügend Frauen, die Unternehmen führen. Ist es so, dass aber trotz alledem die Frau emotional gesteuerter ist als der Mann und eher dir den Zugang erlaubt, als es die Männer tun? Es ist nicht mehr so. Also als ich angefangen habe, die spirituelle Seite mit in den Vordergrund zu bringen, ja, hatte ich spontan so 80% Frauenüberschuss an Kunden. Das ist aber nicht mehr so. Es ist wirklich halbe halbe. Die Männer werden zugänglicher. Auch, wie der Marc vorhin schon sagte, männlich heißt nicht unbedingt das Geschlecht, sondern halt männlich-weibliche Energie. Und da ist es auch ein sowohl als auch. Wir haben immer beides in uns. Und das auch mit jetzt in das Leben und in das Unternehmen und in die Wirtschaft überhaupt mit reinzutragen, ist auch ganz wichtig, von beiden Seiten zu profitieren. Und natürlich sind wir Frauen grundsätzlich emotionaler, aber auch die Männer können das ganz gut. Ich meine, du hast ja selber jetzt wieder ein Unternehmen, Fitura, da findet man dich auch im Internet und da kann auch die Einzelperson quasi den Kontakt mit dir suchen, wenn sie jetzt aufmerksam geworden ist und gesagt hat, okay, ich bin da gerade in diesem Hamsterrad, ich würde da gerne raushüpfen, aber ich weiß halt nicht genau wie. Ja, klar, absolut. Ja, also wir setzen immer da an, wo der Mensch es gerade braucht. Ja, also auch durch diese Analyse, was ich vorhin gesagt habe, dass wir, ich sag's auch gerne Check-up, damit es nicht so hochanalytisch klingt. Ja, also durch diesen Check-up, mit dem wir dann machen, finden wir heraus, wo diese Person gerade steht als Mensch und auch von den inneren Werten beziehungsweise von dem Energiehaushalt auch. Mhm. Ja, und dann natürlich auch sehen, wo möchte diese Person hin. Und dann wird da angesetzt, wo der Mensch es gerade braucht. Ja, und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch ganz, ganz wichtig, wirklich auch hinzugucken, weil wir wollen natürlich auch alle irgendwie einen Job haben, wo wir sagen, da fühlen wir uns wohl. Wir machen alle so lange unsere Arbeit. Und jeden Morgen natürlich in eine Arbeit zu gehen, wo man irgendwo kein gutes Gefühl bekommt, dann ist das mit Sicherheit nicht der richtige Weg. Dann kann man umdenken, dann kann man vielleicht sein Mindset ändern und doch das Gute darin sehen. Oder man holt sich Hilfe in beiden Fällen, weil du wirst vielleicht auch den Menschen plötzlich zeigen, dass es gar nicht so schlecht ist? Gibt es auch. Also natürlich wird viel am Mindset gearbeitet, die Blockaden, was wir vorhin auch schon hatten, die Blockaden mit gelöst und angesprochen. Aber so das Hauptaufgabenmerk liegt für mich tatsächlich darauf, was ist denn eigentlich die Aufgabe, die dieser Mensch für sich mit in dieses Leben bringt? Also die Lebensaufgabe auch, ja? Das Leben als Kunstwerk zu sehen, wie ja eingangs schon gesagt wurde, und dieses auch in den Vordergrund zu holen. Damit dieser Mensch mit seiner Lebensaufgabe, mit seinen Geniezonen, nenne ich es auch gerne, also mit dem, wofür er wirklich hier ist, auch das Beste für sich selbst und andere gestalten kann. Ja, und so ein Check-up, glaube ich, der tut jedem mal gut, ne? Also absolut, das hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, dass man plötzlich wieder was wert ist, weil jemand wie du vielleicht herausfiltern kann, welchen neuen Weg man gehen kann. Und dann macht man sich erstmal wieder Gedanken. Wir sind vielleicht alle wirklich manchmal ein bisschen zu unmutig und ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr Mut beweisen, um vielleicht auch neue Wege zu gehen. Mut und Selbstermächtigung ist, glaube ich, auch ein schönes Wort. Sich selbst dazu zu ermächtigen, das zu tun, wozu ich eigentlich da bin, was ich möchte und aus dem, was ich bin,
selbstbewusst dann auch dazu zu stehen und meinen Weg auch zu gehen. Mhm. Und dann bin ich auch stark in dem, was ich tue und kann auch andere Menschen mitnehmen oder aber unterstützen und die anderen Dinge, die ich jetzt vielleicht nicht so gut beherrsche, mir von anderen holen, die aber genauso selbstermächtigt sind, um das auch zu tun dann. Man findet dich auch im Internet, Fitura Melanie Thormann, auch da kann man googeln und da kann man sich natürlich auch nochmal dein Unternehmen genauer angucken, da kann man den Kontakt zu dir suchen, da kann man aber auch schon mal so einen Eindruck bekommen, was du sonst noch so alles machst. In einer halben Stunde ist es kaum machbar, alles zu erklären, aber ich glaube, wir haben zumindest schon mal eine ganz gute Analyse durchgeführt miteinander. Das war's für heute. Morgen geht's weiter mit dem leichteren Leben, 9 Uhr, da ist dann der liebe Jens Garling wieder am Start. Ich verabschiede mich für eine Woche, wir sehen uns dann nächste Woche Dienstag wieder, aber wünsche euch natürlich mit dem Jens auch ganz viel Spaß. Jetzt gucken wir erstmal nochmal auf den Spruch des Tages, bitte schön. Mal komm doch rüber zu uns. Wo der Wille erwacht, dort ist schon fast etwas erreicht. Wo der Wille erwacht, dort ist schon fast etwas erreicht. Sehr weise. Ja, mit Weisheit habe ich es nicht so gut. Ich hätte es schöner gefunden, wenn alles wirklich erwacht. Eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in einer Woche am Dienstag wieder. Morgen freut sich der Jens auf euch. Danke an Melanie, danke an Marc. Mehr Infos bei uns bei Instagram. Das war's. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Servus. Vielen Dank. Ich habe es weniger analytisch gemacht.